MotoTV 22 DTM-Test hier am Red Bull Ring. Christian Engelhardt, ADAC GT Masters. Er war schon Meister und möchte den DTM-Titel auch holen. Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt sind wir erstmal hier beim Vorsaison-Test und haben die ersten Eindrücke gewonnen. Für mich war es auch eine Premiere heute, weil ich das erste Mal mit meinem DTM-Auto auf die Strecke gegangen bin. Das Auto ist ganz frisch, stand vor einer Woche noch in Weisach, dann haben wir es abgeholt und jetzt hier zum ersten Mal im Einsatz. Dazu eine neue Mannschaft für mich mit Toxport WRT, ein sehr erfahrenes, bereits sehr international erfolgreiches Team. Ich freue mich, dass ich mit den Jungs zusammenarbeiten darf dieses Jahr und freue mich auf ein tolles gemeinsames Jahr in der neuen DTM. Ja, und es wird eine spannende DTM. 28 Piloten, 6 Fabrikate und man hat heute gesehen, also alles ziemlich eng. Ja, ich glaube, heute ist es ein bisschen schwierig zu durchschauen, wer welches Programm fährt und wie es dann wirklich aussehen wird, wenn man zum Rennen kommen wird. Ich glaube, dann wird es wahrscheinlich sogar noch ein bisschen enger, denke ich mal. Ja, jeder macht so sein Ding und bereitet sich halt bestmöglich vor. Ich glaube, wir sind durch unser Programm super durchgekommen, haben das Auto, glaube ich, ganz gut verstanden und optimiert heute im Laufe des Tages. Morgen haben wir noch einen zweiten Tag. Es geht darum, möglichst alle Tools zu verstehen in diesen 2-3 Tagen, weil so viele Testtage hat man vor der Saison einfach nicht. Dazu ist das Wetter dieses Jahr nicht so testfreundlich bis jetzt. Insofern versuchen wir einfach jeden Tag zu maximieren. Christian, was bedeutet für dich die DTM? Natürlich eine extrem starke GT3-Serie und deswegen eine Riesenherausforderung. Und für mich als GT3-Spezialist wollte ich dieses Jahr unbedingt DTM fahren. Jetzt bin ich hier am Start und freue mich ungeheuer auf die Herausforderung.